Ja, Christian Eschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe, hallihallo, ich bin noch ein bisschen lädiert vom Windkanal, keine Ahnung. Und ja, heute haben wir das zeitlose Thema, kein Bettsport in der Beziehung. Mein Programm findest du auf liebeschipp.de, wenn du neu da bist, falls du dieses, ich mache da am Anfang des Jahres auch nochmal für die Neuen mal ein Video, falls du mein Kursprogramm bearbeiten willst, gibt es ja Modul 0, 1, 2, 3, kann man einfach durcharbeiten und neu fangen wir ja jetzt auch eine Reihe Mentalheld an. Das geht los mit dem Glückskurs. Am 1. Januar gibt es noch zum Frühbucherpreis. Kannst ja gerne mal vorbeigucken. Lieber Christian, ich bin bei einem Podcast mit Steffi Stahl zu dir gekommen und habe ein Kurspaket bei dir gebucht. In einem Video hast du gerade gesagt, eine Beziehung ohne Sex ist keine Beziehung. Ja, also keine romantische Beziehung, ne? Du kannst natürlich nicht romantische Beziehung haben, so viel du willst, aber ja, tatsächlich ist das meine Meinung, mit Ausnahme natürlich, man wird gemeinsam 150 und oder einer ist krank oder also ernsthaft krank, aber ansonsten, ja, ist das meine Meinung, ja, stimmt. Mein Partner und ich sind seit 10 Jahren zusammen und haben nach außen eine normale Beziehung. 3 Monate, also die berühmten 100 Tage mal wieder, nachdem wir zusammen waren, hörte der Bettsport plötzlich auf. Ja, also kann natürlich verschiedene Gründe haben, aber meistens hat es dann doch irgendwas mit Bindungsangst. Das ist so ein typisches Bindungsangst-Symptom. Und ja, interessant, dass er dann noch, also das Interessante eigentlich ist, ihr beide das 10 Jahre lang mitmacht. Also ich würde die Hände mal, also das habe ich zum Glück relativ früh gelernt, dass man einfach sagen muss, no fucking way, weil als Paartherapeut sag ich immer so, Beziehung hat so viel Sex, wie es braucht zum Überleben, so, ne? Und wenn beide sagen, oh, ist uns eigentlich auch egal, muss man bei dir natürlich auch gucken, warum dir das egal ist, solange, dann kann das schon mal passieren, ne? Weil ja keiner irgendwie so richtig einen Impuls macht, dass man sagt, so, das hier ist vorbei, das mache ich nicht länger mit, habe ich keinen Bock drauf. Was wiederum sehr polar ist, was dann wiederum Sexualität ja, in Gang bringen kann, weil es Auseinandersetzung ist und so weiter. Das passiert ja dann alles nicht, ne? Sondern es ist einfach der Elefant im Raum, wird ignoriert und ich frage dann immer, wenn so Paare kommen, kannst du dir vorstellen, dass es in 30 Jahren immer noch so ist, dass du jetzt so alt geworden bist, so, ne? Und dann fällt doch den meisten auf, irgendwie nicht. Ja. So, nach vielen Gesprächen über die nächsten 1 bis 2 Jahre hat sich herausgestellt, dass das immer so bei ihm ist und dass es an seiner Bindungsängstlichkeit liegt, ja. Er hatte, ja, dies, das, jenes, schwierige Kindheit, talali, tralala. Spielt für unsere Erwägung keine Rolle, sage ich ganz ehrlich, weil das sind Sachen, ja, dann hat er eine schwierige Kindheit, aber es ist immer noch kein Bettsport, also. Wie gesagt, aus einer funktionierenden Beziehung, wenn da jemand krank wird, man bleibt an seiner Seite. Das ist, finde ich persönlich, eine andere Geschichte. Aber wir können nicht immer aus Liebesbeziehungen so tun, als wenn das nicht auch ein biologisches Programm ist, sag mal. Und ja, wenn man das nicht hat, ist für die meisten Menschen eben irgendwie hohl, ne? Und ja, dann hat er eine schwierige Kindheit. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, mein Konzept Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, das Konzept von Standards und Dealbreaker, weil man macht sich einfach kaputt mit diesem Analysemodus. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil das impliziert ja immer so, ja, der geht jetzt 2 Stunden zur Therapie und dann ist das vorbei. Nein, das wird immer noch so sein, ne? Dass Menschen ändern sich nicht in kurzer Zeit und vor allen Dingen nicht, wenn das so lange funktioniert hat. Und deswegen ist auch gut, rechtzeitig dagegen vorzugehen. Ich sage mal so, spätestens nach einem halben Jahr kein Bettsport, da wirklich zu sagen, nee, so Feierabend, da müssen wir, was weiß ich, Paartherapie, dies, das, jenes, weil jetzt hat sich das so eingespielt und es kann sein, dass man dann nicht wieder hin zurückkommt, mit dem besten Willen, nicht, weil man so einen Bruder-Schwester-Vibe hat und ja, man einfach nicht mehr, einfach nicht mehr sexy findet und ja, aber warum und wieso? Es gibt dann immer irgendeine Sob-Story, die haben wir aber mehr oder weniger alle. Also, ich meine, die ist jetzt auch, klar, das kann ich, das ist jetzt mal nicht vor, keine schöne Geschichte.
Aber ja, kann nicht erwarten, dass er eine Beziehung führt, wo er nach 100 Tagen biologische Tätigkeit einstellt. Das kann er einfach nicht erwarten, egal was er für eine Kindheit hatte. Ne? Und es gibt ja auch Menschen mit einer schwierigen Kindheit. Das ist immer so schwierig, ne? Weil du kannst ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, meine Mutter hat nicht oft genug Mensch ärgere dich mit mir gespielt, du kannst daraus ja nicht, also es ist schon schlimmer als das hier, aber du kannst daraus jetzt ja nicht ableiten, dann passiert XY. Das ist ja gar nicht so. Das ist immer so eine Rückschau, dass man sich da so eine Story draus, also deswegen ist das so. Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Und aber was heißt das denn dann? Heißt das dann, man kann da nichts, man muss sich da nicht drum kümmern oder kann da nichts dran machen oder kann erwarten, dass andere da immer mit okay sind? Nee, kann man nicht, ne? Jahrelang hat er mir versprochen, das Thema anzugehen. Ja, das ist dann leider auch eine Form von Future-Faking, ne? Nun sagt er, er will sich damit nicht auseinandersetzen. Ja, weil er 10 Jahre damit durchgekommen ist, ne? Ich bin nur 9 Jahre in einer platonischen Beziehung, in der eher bindungsängstlich und nicht überangepasst bin. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt sagt er, dass ihm nichts fehlt und dass wir das auch weiter so handhaben können. Ihr dürft das alles nicht so sehr hinterfragen. Immer nur Fakten, 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 Fakten. Ne? Das ist, was jemand sagt. Ja, man kommt damit einfach nicht weiter. Ne? Fakten, Fakten, Fakten. Fakt ist, dass ihr keinen Batchport habt. Fertig. Ne? Mir fehlt das Gefühl, begehrt zu werden. Ja, das können wir alle verstehen, denke ich. Und dazu noch verstehen wir uns nicht mehr gut und streiten noch viel. Ja, das ist so, wenn du so ein Essen hast und nicht nur, dass du den Nachtisch nicht kriegst, du kriegst auch die Hauptspeise nicht und die Vorspeise auch nicht. Und dann musst du dich halt fragen, warum sitze ich in diesem verdammten Lokal? Was soll der Scheiß, ne? Okay. Ich weiß, was zu tun ist, aber ich schaffe es nicht, mich zu trennen, weil ich Angst habe, es zu bereuen. Also, verständlich, aber so wie das hier sich so darstellt, sehr unlogisch. Das ist so, was willst du denn bereuen, dass du eine Nicht-Beziehung hast? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist, ich kann immer wieder sagen, das erinnert mich an eine Frau, die mal da war, die sagt, sie könnte sich zwischen, die hatte was mit 2 Typen und sie könnte sich nicht zwischen denen entscheiden. Und dann habe ich sie gefragt, was macht denn den einen aus? Ja, der riecht schlecht, Sex ist scheiße, wir verstehen uns nicht gut. Und der andere riecht gut, wir verstehen uns gut, im Bett läuft super. Und ich saß da, was soll das hier? Was ist das für eine Frage jetzt hier? Ne? Warum? Und so ist ein bisschen auch, soll ich, weiß ich nicht, ein neues Leben anfangen mit allen möglichen Potenzialen und Spaß und ja, vielleicht mal ein bisschen alleine, aber Möglichkeiten oder soll ich weiter mit jemandem zusammenbleiben, mit dem ich weder sozusagen eine freundschaftliche Ebene habe, noch eine sexuelle. Wo ist der Sinn? Das muss man sich immer wieder fragen. Natürlich haben wir alle oder die meisten, sage ich mal, von uns aufgrund des Bindungssystems tut man sich da schwer. Und aber letzten Endes, ja, wenn es aber letzten Endes ist es so, es nimmt, wird dir keiner abnehmen, wenn du es nicht machst. Wirst du weiter mit ihm zusammenbleiben. Fertig. Ne? So ist es. Er wird das nicht beenden, denke ich mal. Ne? Den gleichen Fehler habe ich vor 15 Jahren gemacht, als ich noch von meinem bindungssicheren Ehemann für einen hysterischen Seelenverwandten getrennt habe, was prompt in die Hose ging. Ja gut, da schreibst du jetzt leider nicht, was der gleiche Fehler war. Also wenn ihr auch kein Batchboard hattet, dann außerdem sollst du den ja nicht für jemand anders verlassen, sondern einfach feststellen, das ist nicht das, was ich möchte. Ne? Hast du noch irgendeinen Rat? Liebe Grüße. Hey, also ich sag mal, ich bin ja nicht so der große Romantiker hier und wüsste auch gar nicht, wo ist das Romantische hier? Ja. Und wir machen alle ständig Fehler. Und wenn das Universum dir immer das Gleiche vorwirft, ich würde sagen, das macht es so lange weiter, bis du die Lektion gelernt hast. So, ne? Das ist bei uns allen so. Ne? Das ist bei mir so, das ist bei jedem so. Und wo ist der fucking Sinn? Oder vielleicht habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden. Klar ist das immer blöd, sich zu trennen, aber wenn du dich nicht trennst, bedeutet es, dass es genau so weitergehen wird. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.